Fremder Gesang aus Kehle. Ein junger Nepali spielt vor uns ab. Wir verstehen nicht, was er singt. Wir wissen nicht, wer er ist, wie er heißt. Geht er uns etwas an? Vielleicht nicht. Vielleicht doch. Wir wollen mit der Antwort noch verweilen. Fremder Gesang aus junger Kehle und aus dem Herzen Asiens, Nepal. Nepal, ein Land, das aus tropischer Dschungelniederung zur kahlen Felshöhe des Himalaya ansteigt. Die Nepali sind ein genügsames, frohes Volk, das in harter Arbeit die Scholle an Berghängen und in Tälern bebaut, aber noch 100 oder mehr Jahre in der Vergangenheit lebt. Wir Schweizer leben im Herzen der Moderne, denn wir konnten unsere Entwicklung im Schritt mit der Zeit vollziehen. Nepal lebte bis vor wenigen Jahren fast völlig abgeschlossen am Rand der Zeit. Heute schafft der Einbruch der Neuzeit das gewaltige Problem, wie in kurzer Zeit 100 Jahre Entwicklung nachholen. Ähnliche Verhältnisse schaffen ähnliche Probleme, aber sie finden auch ähnliche Lösungen. Grundwohl hat sich Nepal vor Jahren an die Schweiz gewandt und um Rat und Beistand zur Lösung des Problems gebeten. Seit Jahren sind wir denn auch mit Nepal in tätiger Partnerschaft verbunden. Nepal, ein Land reich an Geschichte und Tradition, im Zusammenfluss von Kulturen und Religionen aus dem indischen Subkontinent und dem tibetischen Hochland. Ein Sprichwort sagt, in Nepal gibt es mehr Heiligtümer als Häuser. Der Prunk von Königspalästen wetteifert mit dem Goldglanz von Gottesbildern. Kathmandu beherbergt einen Schatz alter Sanskrit-Literatur, wie ihn keine andere Stadt Asiens besitzt. Und darunter befinden sich einige der ältesten Manuskripte in dieser Sprache. Nepal, ein Grenzstaat zwischen Indien und China. Ein kleines Land zwischen Machtblöcken, das seine Freiheit und Unabhängigkeit zu bewahren trachtet. Ein Agrarland ohne nennenswerte Bodenschätze, von Naturgewalten bedroht und von der Unbill des Klimas bedrängt. An allen Wegkreuzungen auf dem Land, in den Städten, mahnen Heiligtümer und Gebetswimpel zur Anbetung und Beschwichtigung der Gottheit und zur Opfergabe. Prunkvoller Kultus besteht neben überwucherndem Dämonen- und Zauberglauben. Nepal war nicht nur Schmelztiegel von Rassen, es war auch ein Schmelztiegel von Religionen. Hinduismus, Buddhismus, Lamaismus haben Sinnbild und Fratze, Gottesbild und heiligen Schriftzug in Stein oder Erz von zahllosen Heiligtümern und Tempeln hinterlassen. Wo der Reisende in Nepal geht und steht, begegnet er Pilgerzügen. Klänge und Gesänge von heiligen Festen fallen auf jeden Tag. Überall hebt die rituelle Gebärde der Nepali in Gottesdiensten hinweg vom Staub des Alltags. Der Gedanke an Gott oder Göttin skandiert den Ablauf der Stunden und des Lebens jedes Gläubigen.
Das uralte Auge der Gottheit bewacht heute wie eh den Nepali und sein Tun. Eifersüchtig hat die Religion Altes bewahrt, Neues stur verhindert. So gleicht heute noch jede Geste der Geste, wie sie war vor 1000 oder 2000 Jahren, sei es im Gebet oder beim Reisstampfen, beim Entzünden eines Öllichts in einer heiligen Nische oder beim Hirsemalen. Zu modernem Werkzeug, zur Maschine, hat der Nepali kaum eine Beziehung. Fahrzeuge zum Beispiel werden aus Unwissenheit oft rücksichtslos überfordert. Pannen sind zahlreich. Nicht wahr? Lastwagen fahren ist nicht schwer, reparieren dagegen sehr. Glauben Sie wirklich, dass Sie das Auto in Ihrer kleinen Werkstatt reparieren können? Die Reparatur im vorliegenden Fall verlangt Fachleute mit modernem Werkzeug und Werkbänken. Die Produktions- und Lehrwerkstatt Balaju, ein Gemeinschaftswerk der Schweizer, Amerikaner und Nepali, ist in diesem, wie in vielen anderen Fällen, einziger Helfer in der Not. Die gebrochene Achse wird eingeliefert, Werkstattleiter Max Howald nimmt sie in Empfang, ruft seinem nepalischen Mitarbeiter. Fast jede Arbeit in Balaju ist ein Sonderfall, für die eigene Werkzeichnungen gemacht werden müssen. Ein in der Lehrwerkstatt ausgebildeter nepalischer Maschinenschlosser, eine Fachkraft, dessen Können durchaus europäischem Standard entspricht, führt die Dreharbeiten selbstständig aus. Max Howald legt nur Hand an beim Einschrumpfen des neu gedrehten Lagerzapfens. Statt zu importieren, bemüht sich Balaju, Ersatzteile und einfache Industrieerzeugnisse selbst anzufertigen. Die Werkstatt produziert so ziemlich alles von Wasserpumpen für Bauernhöfe bis zum Starkstrommast oder wie hier Schwebebahnwagen für Wassermessungszwecke. Hier ist nicht alle Theorie grau, aber oft stellt sie den Lehrmeister vor Probleme. Wie soll er beispielsweise von Kraftquellen reden, wenn kein Schüler auch nur eine Ahnung hat, was Kraft ist, wie sie entsteht, wie sie wirkt? Begriffe müssen anschaulich gezeichnet und erklärt werden. So sitzen Lehrlinge verschiedener Rassen und Gegenden Nepals, weit unterschiedlicher als Thurgauer und Tessiner, nebeneinander auf der Schulbank in der Theorieklasse von Rudi Bossert, der Leiter der Lehrwerkstatt ist. Er muss seine Stimme dauernd strapazieren, weil zu dünne Trennwände den Lärm der Werkstatt nicht ausschließen. Der Bau geeigneter Unterrichtsräume ist vorgesehen, sobald die Mittel vorhanden sind. 1958, bescheiden in einem Kellerraum angefangen, hat sich inzwischen Balaju zu einem mustergültigen Produktionsbetrieb mit 26 Lehrlingen und 55 Arbeitern und Angestellten entwickelt. Fachgerechtes Feilen wird vom Lehrmeister Theo Müller ebenso eingehend demonstriert und korrigiert wie Praxis an der Bohrmaschine, der Fräsmaschine, an der Drehbank. Die meisten Lehrlinge in Balaju sind Bauernsöhne. Für sie bedeutet der Sprung von der Scholle zur Werkbank der bedeutende Schritt in die Zukunft des eigenen Landes. Grundlage zur Verständigung zwischen Lehrmeister und Lehrling ist eine gemeinsame geeignete Sprache, Englisch. Der Nepali-Lehrer Ajarya bringt diese Sprache allen Lehrlingen bei und trägt Sorge, dass Fachausdrücke einen nicht geringen Teil des Vokabulars ausmachen. Dass Englisch auch die Sprache im Verkehr und Handel mit der Außenwelt ist,
beweist hier Verkaufsleiter Gautam im Gespräch mit dem Betriebsleiter von Balaju, Hans-Jörg Bruder. We should find the golden middle way, between a good profit and between that. In Godavari erstellt Balaju ein Kleinkraftwerk. Hier zeigt der Mitarbeiter von Helvetas dem Elektriker und dem Montagepersonal das korrekte Befestigen von Kupferdrähten an einem provisorischen Mastkopf. Unter Anleitung von Rudi Saladin wird hier ein Druckleitungsrohr zum Montageplatz getragen, wie man sieht, mit Muskelkraft allein und wie man hört, mit viel Geschrei. Komm an, alle Gassi, hä? Das Kleinkraftwerk Godavari, das eine Fabrik für pharmazeutische Erzeugnisse mit Strom versorgen wird, soll als Beispiel für weitere Kleinkraftwerke dienen. Der Drang nach dem Modernsten hatte einen früheren Machthaber Nepals dazu verleitet, von Amerika ein thermisches Kraftwerk als Geschenk zu fordern. Das Werk wurde gebaut, aber der Treibstoff musste von Trägern durch den Dschungel und über Pässe von Indien zugetragen werden. Darum soll weiße Kohle dereinst, wie in der Schweiz, als wichtigste Energiequelle dieses rohstoffarmen Landes genutzt werden. Gespräche, Verhandlungen, Sitzungen, Kommissionen und dergleichen gehören, sollen wir sagen, leider auch in der Schweiz Asiens zur Tagesordnung. Der Schweizer Teamleiter Robert Jenny bespricht sich mit Mr. Batterai, Direktor des Panchayat-Departementes in Kathmandu. Robert Jenny vertritt Helvetas gegenüber den Nepal-Behörden. Er ist verantwortlich für die Einhaltung des Budgets und überwacht, dass die Mittel durch Schweizer Fachleute zweckentsprechend und nutzbringend verwendet werden. Regelmäßig berichtet er über den Gang der Aufbauarbeit an Helvetas in Zürich. Doch die Gefahr, dass sein Bürostuhl im Schweizer Haus Ekantakuna heiß läuft, besteht bei Robert Jenny kaum. Er besucht die Außenposten, betreut Projekte, er versorgt per Flugzeug die Aufbauzentren mit Nachschub, unterhält tägliche Funkverbindungen mit Giri und Dorpatan. Die Damen, die Annemarie Spahr zu sich geladen haben, sprechen von den dringlichsten Sozialproblemen des Landes. Wege und Mittel, sie zu lösen, werden gesucht und bei solchen Zusammenkünften gemeinsam beraten. Solcher und anderer Initiative ist in Nepal eine neue Einrichtung, die sogenannten Fairprice-Shops, entsprungen. In diesen Fairprice-Shops werden Lebensmittel zu stark herabgesetzten Preisen an die Bevölkerung verkauft. Der größte Teil der Bevölkerung ernährt sich je nach Jahres- und Erntezeit einseitig und eintönig, abwechslungsweise von Mais, Kartoffeln, Reis, Hirse und in der schlimmsten Zeit von Buchweizen. Wohl kann sich das Volk von Nepal mengenmäßig meist ausreichend ernähren. Hingegen fehlen Eiweiße. Folgen sind unter anderem Mangelkrankheiten und eine geringe Lebenserwartung. Aber Lebensmittel verteilen löst keineswegs die Probleme von Hunger und Ernährung. Abhilfe muss eher von Acker und Weide herkommen. Das Land muss mit eigenen Kräften mehr und vielseitigere Nahrung produzieren. Soyabean, Sunflower, and here rape, and oats and maize. 1958 haben Schweizer Fachleute im Hochtal Giri den Betrieb einer Versuchs- und Demonstrationsfarm angefangen. Der Schweizer Ingenieur-Agronome Joël Degallier veranschaulicht einer Gruppe Bauern die Bedeutung des Düngers für besseres Wachstum und höheren Ertrag. Sein Assistent erklärt es den Bauern in der Landessprache.
Tunales. Like this? Padlo Garale. And not too deep and not too straight, but normal like this, in this way. Now he could try. Wenn ein Nepali-Bauer die Sichel gegen die Sense eintauscht, bedeutet das für ihn einen wesentlichen Fortschritt. Not take too much. First I will show him again. He can stay here. He must try to make this movement without to cut. You see? Here. Without to cut. And after... Einen weiteren, fast revolutionären Schritt unternimmt der Bauer, wenn er erkennt, dass eine Wiese nicht nur Weide ist, sondern dass von ihr Heu, das heißt Futter, für die Trockenzeit gewonnen werden kann. Weiderotation, Heugewinnung, Silage, kurz, bessere Futtervorsorge ist das Ziel. Kleinen Käsereien, die bald zu Käsereizentren wuchsen, entsprang die Notwendigkeit zur Förderung der Milchproduktion. Die Aufzucht einer neuen Büffelrasse durch Kreuzung einheimischer Tiere mit indischen Murra-Büffeln strebt die Erhöhung von Milch- und Fleischertrag an. Mehr Milch und mehr Fleisch heißt eine an Eiweißstoffen reichere Nahrung. Wenn Kühe und Ziegen die jungen Triebe im Unterholz fressen, verkümmern die Bäume. Der Wald kann sich nicht voll entwickeln. Bei Futtermangel auf der Weide, in der Not der Trockenzeit, werden die Bäume geschneitelt, das heißt zur Futtergewinnung seitlich entästet. Der Mensch betreibt Raubbau aus Unwissenheit und Not. Doch hier hilft nichts anderes als eine Erziehung zur Vernunft. Raubbau, eine rücksichtslose Erweiterung der Anbaufläche. Bald taugt der Boden nicht mehr zur Weide, zum Ackerbau, zur Aufforstung. Der Monsunregen schwemmt den Humus weg. Der Leiter der Entwicklungsarbeit in Jiri gibt den Bauern Kurse in Waldhaltung und Waldnutzung. Er versucht, ihnen die Bedeutung des Waldes im Haushalt der Natur verständlich zu machen. Zur Aufforstung werden im Pflanzgarten eigene Stecklinge gezogen, Baum- und Straucharten und Heckenpflanzen angesät. Die wertvollen Baumbestände werden von dem das Wachstum hemmenden Unterholz befreit. Ein nützliches Unternehmen ist der Anbau von Obstbäumen einheimischer und schweizerischer Abstammung, die in Berglagen besonders gut gedeihen. This will be one good. Here two and perhaps four here and this is to be cut while this is too near. Well, it depends on the slope and what type of fruits we are going to introduce here. Yeah, I think that Eine der Hauptanstrengungen der Schweizer Fachleute in Jiri gilt der Ausstrahlung der Aufbauarbeit in die Umgebung. Joël Degallier macht sich mit Assistenten und Dolmetscher auf den Weg in die Talschaften um Jiri. Landwirtschaftliche Beratung und Anleitung zu neuen Methoden der Bodenbearbeitung, der Pflanzweise oder der Verwendung von besser geeignetem Saatgut werden umso eifriger befolgt, wenn auch sie an Ort und Stelle, also auf dem Acker des Bauern, vorgenommen werden. Willig und interessiert bestellt er die Versuchsfelder, die größeren Ertrag versprechen.
Let's have a bad food day. So, what's the matter? Die persönliche Initiative der Nepali anzuspornen und ihr Verantwortungsbewusstsein zu heben, sind wesentliche Ziele der Schweizer Aufbauarbeit. Der Gemeinschaftssinn wird dadurch gefördert und zeigt in genossenschaftlichen Einrichtungen bereits Resultate. Über das Wirken der Giri-Spar- und Leihkasse kann uns Joël Degallier Wesentliches berichten. Die Bank wurde vor 2 Jahren begründet. Sie hat heute 93 Mitglieder und sie bezweckt, Kredite und, zu nehmen und Spargeld aufzunehmen. Wir haben gerade hier einige Bücher von neuen Anmeldungen von Leuten, die Depositen machen. Und es ist sehr erfreulich zu sehen, dass das Interesse wächst, wo Leute finden, sind interessiert, Geld in unserer Bank zu deponieren und zu sparen. And now Mr. Sharma, Secretary from our Giri Multipurpose Bank, will give us some example from loan application. These are some of the copies of the loan application which we have received in the bank. Giri Cooperative Bank usually gives Wir geben grundsätzlich kein Bargeld. Wir beschaffen zum Beispiel Ware, die wir direkt an Bauern geben. Oder kaufen Schuldbriefe, für welche einheimische Geldverleiher 30, 50 bis 100% Zins verlangen und ermöglichen damit Bauern zu kleineren Schuldzins von 10% zu zahlen. 1963 wurde die Giri Coop gegründet. Es war der Anfang zur ersten Konsumgenossenschaft in Nepal. Gemeinsamer Einkauf in der Hauptstadt, organisierte Trägerkolonnen. 50 pounds for you, whether it will be here tomorrow, today evening or not, I'm not very definite. Over. Durch Funk wurde Nachschub angefordert. Eine Trägergruppe macht sich vom Sitz der Helvetas-Teamleitung in Kathmandu auf den Weg nach Giri. Jeder dritte arbeitsfähige Mann in Nepal ist als Träger unterwegs und wird dadurch von produktiverer Arbeit ferngehalten. Fast der ganze Warentransport in diesem unwegsamen Bergland spielt sich buchstäblich auf dem Rücken der Menschen ab. In strömenden Monsunregen durch Pfützen watend, über Stock und Stein kletternd, werden sie nun einer hinter dem anderen hergehen und mit ihren Lasten 10 Tage unterwegs sein. Die Pilatus-Portomaschine der Eidgenossenschaft, von Robert Jenny gesteuert, braucht für die gleiche Strecke eine halbe Stunde. Sie wird als rasches Transportmittel und für Notfälle eingesetzt. Nepal ist tatsächlich ein Land ohne Strand und ohne Eisenbahn. Ein Land ohne Kilometerzähler. Distanzen messen sich in Wegstunden und Tagesmärschen. Gefährliche Flussüberquerungen sind zahlreich, aber Schweizer Fachleute haben etliche eliminiert und neue Brücken gebaut. Ein treffendes Beispiel ist die Joban-Brücke, eine gedeckte Nagelbinderbrücke, zu deren Bau, abgesehen von 700 Nägeln, ausschließlich am Ort greifbares Material, Stein und Holz, verwendet wurde. Die Gumdecke, die jeder Träger mit sich führt, bietet Schutz vor dem sintflutartigen Monsunregen. In der Dämmerung des 10. Tages treffen die Träger in Giri ein und nehmen die Lasten vom Rücken. Einer von ihnen hat lebenswichtige Medikamente für die Krankenstation getragen. In den Sprechstunden des Spitalleiters Dr. Hugo Schwitter zeigen sich mit beängstigender Regelmäßigkeit die gleichen Krankheitsfälle. Tuberkulose, Hakenwurm, Mangelkrankheiten. Die Krankenstation Giri ist eine frühe Gründung von Helvetas. Tausende sind dort untersucht, unzählige gegen Pocken geimpft worden.
Hunderte haben die Spitalbetten geheilt verlassen können. Dr. Schmitter macht mit einer Nepali-Krankenschwester täglich Krankenvisite im Spital. Hier am Bett einer Patientin mit Knochentuberkulose. Schwester Lotti behandelt einen Säugling, der nachts ins Herdfeuer rollte und Verbrennungen an Zehen und am Bauch erlitt. Ein verunfallter Tibeter, der unablässig Gebete vor sich her sagt. Auf rund 100.000 Einwohner zählt Nepal nur einen Arzt. Ärztliche Hilfe lässt sich fast nur im Kathmandu-Tal finden. Kräuterdoktoren und Kurpfuscher hingegen gibt es überall. Aber nicht für jede Krankheit ist ein Kräutchen gewachsen. Magische Formeln oder Kuhfladentherapie heilen kein Gebrechen. Begleitet von Schwester Lotti und Trägern begibt sich Dr. Schwitter auf eine Außenstation im 3 Wegstunden entfernten Tose. Oft wandern Leidende tagelang dorthin, tragen Angehörige, Verunfallte oder Kranke auf dem Rücken zum Schweizer Arzt. Wie ein Lauffeuer hat es sich herumgesprochen. Der Arzt ist da. Bald warten über 40 Patienten in der improvisierten Praxis, ein ehemaliger Kaufladen in Tose. Jeder beschreibt seine Leiden und Gebresten. Der Dolmetscher übersetzt die ausgefallenen Dialekte der Bergler. Die Krankheitsgeschichte wird sorgfältig aufgenommen. Heute eine Pille, morgen wieder eine Pille und am Tag nach morgen eine andere Pille, dann wieder eine, sonst würden die Leute alle Pillen auf einmal schlucken. Wirksamer Unterricht in Selbsthilfe. Heidi Frey und Elisabeth Bösch geben Nepali-Bauernfrauen Anleitungen, wie man strickt und wie man flickt. Auch Weben, Flechten und Spinnen wird unterrichtet. Fernes Ziel ist die Organisation einer Heimindustrie auf genossenschaftlicher Grundlage. Als Folge des Helvetas-Entwicklungsprojektes hat sich in Jiri rasch ein Markt eingeführt. Am nepalischen Sonntag kommen Marktgänger aus allen Tälern zusammen. Viele scheuen den stundenlangen, beschwerlichen Weg nicht, um dort die Erzeugnisse von Feld und Handwerk anzubieten oder einzukaufen. Wer kaufen und verkaufen, Handel treiben will, der muss auch lesen und schreiben, zählen und rechnen können. Nur ein verschwindend kleiner Teil der Bevölkerung Nepals kann lesen und schreiben. Es gibt zu wenig Lehrer und zu wenig Schulen. In einem Seminar führt Heidi Frey die Lehrer in eine neue Rechenmethode ein. Acht, drei,
यसरी जब हामीहरूले टेबल बनाइसक्छौँ कुनै पनि हिसाब गर्दाखेरि टेबल बनाइसक्छौँ बनाइसकेपछि र बिचमा जुन खाली भएको ठाउँमा रातो क्यामेरा अब त्यस्तै यो कतिको अङ्क तिनको अङ्क कि यो एउटा दुईटा तिनटा टिकिया भयो तिनटा टुक्रा यो टिका भयो भइमान त्यस्तै त्यो तिन बराबर तिनको अङ्क तिन हो कि होइन अस्सी आठमा एउटा शून्य थप्दाखेरि Die fähigsten Schüler, die aus der Schule in Jiri hervorgehen, erhalten Stipendien und werden nach Kathmandu auf eine Art Seminar geschickt. Dafür verpflichten sie sich, für eine bestimmte Zeit an den Schulen in den Talschaften um Jiri zu unterrichten. Ihr zwei aus Jiri, kommt bitte zurück und stellt euch vor. Morgenandacht der Schüler vor dem Schulhaus in Jiri. Das aufklärende Wirken der Schweizer Fachleute hat einen großen Teil der Bergbevölkerung zur Einsicht gebracht, dass Schulbesuch die Grundlage zu einem wesentlich besseren Leben ihrer Kinder schafft. Aus eigener Initiative werden nun von Gemeindebehörden Schulhäuser gebaut. Die Schweizer Fachleute dienen dabei mit ihrem Wissen und Können. So werden in der Gegend etliche neue Schulhäuser geplant und erstellt. In den Klassenzimmern wird schon Unterricht erteilt, bevor das Schulhaus ein Dach hat oder Schulbänke drinnen stehen. In which, during the time, during his time, we have got so many facilities in the school. Hauptlehrer Sharma in Jiri ist stolz, dass sein Schulhaus drei Unterrichtsräume zählt. Doch hofft er sehr, dass bald größere und besser eingerichtete Klassenzimmer dazukommen. Auch unsere Schweizer Fachleute äußern ihre Wünsche. Hören wir sie an. Es wird in nächster Zukunft darum gehen, damit wir die notwendigen Mittel können beschaffen, um unsere Lehrwerkstatt und Lehrlingsheim zu erweitern, in dem Sinn, dass wir gerne möchten, die jährliche Anzahl von Lehrbüchern, die heute auf 10 beschränkt ist, auf 12 oder 15, erhöhen. Wir tun unsere neue Extension, eine Blechbearbeitungsabteilung, einrichten. Die benötigten Maschinen sind bestellt. Ich werde mich in der Schweiz in verschiedenen Betrieben umschauen, Fabrikationsmöglichkeiten, die man hat mit diesen Maschinen. Und ich würde eigentlich sehr gerne einen jungen Nepali mitnehmen, dass wir einen Ort und Stelle könnte einführen. Ja, Möglichkeiten und finanzielle Mittel für die Ausbreitung von Industrie in Nepal wären eigentlich da. Es fehlt uns nur Fachleute. Und die Fachleute, die sollten wir haben in Nepal, dass sie können die Leitung und die Ausführung von diesen Projekten auf einer sicheren Basis übernehmen. Ich möchte ein Beispiel anführen, das wir gerade in der letzten Zeit hatten. Und das Beispiel ist das Umwickeln von 200 Transformern. Man braucht hier einen Fachmann mit langjähriger Erfahrung, der in Sachen Transformer Auskunft weiss und eine selbstständige Abteilung in dieser Richtung leiten könnte. Das Problem der schweizerischen Fachleute in Entwicklungsländern ist sicher immer ein Geldproblem. Aber ich glaube, es liegt nicht nur an uns und unserer Organisation, sondern es liegt eigentlich auch an jedem Einzelnen von dem Schweizer, wie er sich zu diesen Problemen stellt. Auf alle Fälle sind wir optimistisch. Ja, wie ihr selber gesehen habt, sind wir hier gut ausgerichtet in unserer Lehrwerkstatt. In Sachen Werkzeuge und Maschinen sind wir ganz gut ineinander. Aber was nützt uns so die besten Werkzeuge, wenn wir sie nicht entsprechend pflegen können? Sie sehen, wir haben einen Haufen teure Fräser, wir haben Reibahlen und alles Mögliche, was schon schwer gelitten hat zum Teil. Und uns nützt nichts, dass wir ein Werkzeug haben, wenn wir es nicht pflegen können. Und dazu fehlt unsere Werkzeugschleifmaschine. Mit einer Werkzeugschleifmaschine können wir für einen Unterhalt der Werkzeuge schauen und dafür alle saubere Bühne zu machen. Es wäre am besten, wir hätten sie schon morgen. Ohne bessere Frauenausbildung ist eigentlich die Verbesserung des Lebensstandards unlogisch.
Wir möchten vorschlagen, dass in Verbindung mit der hiesigen Regierung die Tschiriobe Aushaltungsschule aufgebaut wird. Unter Berücksichtigung selbstverständlich von den bestehenden Verhältnissen und den vorhandenen Möglichkeiten. Es wäre ideal, wenn gerade für diese Aufgabe eine Schweizerin könnte gefunden werden. Und selbstverständlich auch das nötige Geld dazu. Nachdem wir in den letzten Jahren hier in Tschiri eine Krankenstation geschaffen haben, scheint es mir jetzt wichtig, dass wir auch weitere Talschaften ärztlich betreuen können. Ich warte momentan auf einen Nepali-Arzt und hoffe dann in den verschiedenen Tälern Sprechstunden einzurichten. Dass für diese Aufgabe natürlich momentan grosse Mittel nötig sind, bis das Land sich so weit entwickelt hat, um einen ärztlichen Dienst selber zu vermögen, ist uns, glaube ich, allen klar. Auf der anderen Seite ist eine ärztliche Betreuung sehr wichtig und Entwicklungshilfe können wir nur betreiben, wenn wir den Leuten neben den Instrumenten, die wir ihnen neu bringen, auch helfen, ihre wichtigsten Instrumente, ihren Körper, ihre Hände und ihre Finger zu erhalten. Und wir haben ein sehr interessantes Projekt für Landwirtschaft. Das ist ein Bewässerungskanal. Der Kanal sollte von hinten vom Tal starten und am Mittelhang vom rechten Tal von Tschiritál laufen, wie eine Art Biss in Wallis. Und dieser Kanal würde erlauben, zu bewässern während die trockensten Monate, das heißt von Februar bis Juni. Und diese warme Zeit zu benutzen, um einen guten, höheren Ertrag zu erzielen für die Lokalbevölkerung. Zugleich könnte man nach Süden einen ganzen Hang bewässern, den für den Forest Department verwenden sein könnte für eine größere Baumschule. Jai Nepal, Jai Schweiz. Dort der Himalaya, hier die Alpen. Dort Schweizer Pioniere in Ekantakuna, Giri, Dorpatan, Balaju. Hier das Zentralsekretariat von Helvetas in Zürich. Hier wird mitgedacht, mitgeplant, mitgestaltet. Vom runden Tisch in der Schweiz, wo Fachleute, Wissenschaftler, Landeskenner und Sachverständige des Bundes gemeinsam die verschiedensten Sachfragen erörtern, geht die Verbindung über die Teamleitung hinaus zum Pionier auf dem abgelegenen Posten. Hingegen hat es da sehr viele grosse Weideflächen, da gegen den Flugplatz, wo also komplett teuer sind, einfach bis im Anfang Mai. Und bei dir wäre das Wasser auch? Ja, ja. Und die Schule, wo ist jetzt das Schule? Die Schule ist da. Ja. Jeder Nepal-Mitarbeiter ist ein Glied im ganzen Arbeitsablauf. Vor ihm und nach ihm arbeiteten und arbeiten andere am gleichen Ziel. Hilfe von Mensch zu Mensch, Hilfe von Volk zu Volk. Es ist noch viel zu tun. Und ist es nicht wahr und weise, was Christian Morgenstern sagt, geben und nehmen, ein Gesetz aller Entwicklung. Jai Nepal, Jai Schweiz. Gemeinsam bauen wir an unserer Zukunft. Heißt Nepals Zukunft Kummer, Krankheit, Hunger, Angst, Unwissenheit? Ein junger Nepali blickt in die Welt. Zu arglos, zu jung, um zu wissen, dass ein Leben, eine Zukunft vor ihm liegt. Was wird aus ihm, wenn wir ihn vergessen? Aber was wird aus ihm, wenn wir an seine Zukunft denken?